As man realizes that he is an accident and his futility, that he's a completely, really futile being, that he has to play out the game without reason. I think that even when Velázquez was painting, even when Rembrandt was painting, in a peculiar way, they were still, whatever their attitude to life was, they were still slightly conditioned by certain types of religious possibilities, which man now, you could say, has been completely cancelled out for him. Now, of course, man can only attempt to make something very, very positive by trying to beguile himself for a time by the way he behaves, by prolonging possibly his life, by buying a kind of immortality through the doctors. You see, painting has now become, or all art has now become, completely a game by which man distracts himself. What is fascinating, actually, is that it's going to become much more difficult for the artist because he must really deepen the game to be any good at all. Zentrum ein nackter Mann, auf einem blauen, sesselartigen Sofa von pyramidenförmiger Grundfläche mit hellgelbem Sockel. Rechts ein nackter Mann auf einem Hocker mit flachem Rundsockel sitzend. Links ein nackter Mann auf einer Kloschüssel, den Rücken zum Betrachter gewandt. Drei Tafeln in Öl gemalt, in hellem Holz gerahmt und unter Glas ausgestellt. Sie tragen weder Datum noch Signatur. Nachdem sie 1964 in verschiedenen Ausstellungen zu sehen waren, werden sie 1969 vom französischen Staat angekauft. Bacon lässt seine Leinwände zunächst grundieren, dann aber mit der grundierten Seite nach hinten auf Latten nageln. Die nicht grundierte Seite, deren Gewebe auf diese Weise hart und undurchlässig geworden ist, bearbeitet er. Die Spuren eines ersten leichten Pinselentwurfs sind erkennbar. Die Grenzen zwischen mehreren Farbzonen bilden winzige Leinwandstreifen, die ausgespart wurden. Auch an anderen Stellen bedient sich der Maler der nackten Leinwand als chromatischem Wert. Ein fast regelmäßiger, kreisförmiger Raum ist definiert durch drei farbige Zonen. Eine zentrale vertikale Achse wird durch die obere Spitze des blauen Sofas und die Wade der Figur suggeriert. Die beiden seitlichen Figuren sind im gleichen Abstand von der Mitteltafel platziert. Sie sind gebeugt und eröffnen so eine Art Kreisbogen. Diese einfachen symmetrischen Prinzipien finden sich bei zahlreichen anderen Gemälden wieder, sowohl bei Einzelbildern als auch bei Bildensembles. Bacon malt in Öl, gelegentlich auch in Pastell. Er firnisst seine Gemälde nicht, sondern präsentiert sie unter Glas. Er beginnt mit den Figuren oft, indem er ein Farbgemisch auf die Leinwand wirft, das er anschließend verstreicht. Er benutzt weiche oder dicke Pinsel für die Einzelheiten, was ihn dazu zwingt, mit breiten, arabeskenartigen Pinselstrichen zu arbeiten. Oder er geht mit Lappen, harten Bürsten, Schwämmen an die frische Farbe. So erzielt er die Netze von Parallellinien oder die breiten Lasuren, die die Züge der Figuren verwischen, verzerren, zerdehnen. Eine Bearbeitung mit dem Lappen hat für diese etwa 15 cm lange Spur neben dem Knie der Zentralfigur gesorgt. All diese Verfahrensweisen gehen auf das zurück, was der Maler seine technische Imagination nannte. Das Farbspektrum der drei Figuren ist reich. Die Inkarnate sind durch Mischungen aus Rosa, Rot,
orange, blau und dunkelgrau wiedergegeben. Ein paar Glanzeffekte sind kontrapunktisch eingesetzt. Das Weiß der Toilettenschüssel links, das Grün und Orange des Hockers rechts. Das dichte Blau des Sessels konturiert die Figur im Zentrum. Die Figuren stehen in lebhaftem Gegensatz zum Hintergrund, ein allgemeines Prinzip bei Bacon. Der Farbton der drei Hintergründe basiert auf dem gleichen Pigment, Umbra oder Siena, zunächst rein, dann weniger satt, dann aufgehellt. Die obere Partie ist glatt. Die mittlere Partie, wahrscheinlich mit einer rauen Walze behandelt, weist eine unebene, körnige Textur auf, die an Erde oder eine Art dunkle Zirkusmatte denken lässt. Schließlich verändert Bacon seine fertiggestellte Komposition noch durch dicke, weiße, nach dem Zufallsprinzip auf die Leinwand geworfene Farbspritzer. Diese pastosen Flächen von 8 bis 15 cm Länge befallen die Gliedmaßen der Figuren. Bei späteren Gemälden erstrecken sich diese Spritzer sogar in den leeren Raum, außerhalb der Figuren. Zu Beginn der 60er Jahre lässt sich der Maler im Londoner Viertel South Kensington nieder. Ein nur durch einen Lichtschacht erhellter Raum dient ihm als Atelier. Jede Wand wird zu einer stabilen, mächtigen Palette. Malutensilien, Bücherstapel, ausgerissene Seiten, Zeitungsausschnitte, Postkarten, Fotografien, alles häuft sich in Bacons Zimmer. Die Bilder gehen unter in diesen Haufen, tauchen eines Tages auf, bleiben eine Zeit lang an der Wand, verbunden oder nicht verbunden mit einem geistigen Bild, das den Maler in diesem Augenblick beschäftigt. Traum, Lektüre, Erinnerung. An den Wänden finden sich manchmal auch Bilder seiner eigenen Gemälde, die den Maler sicherlich zur Wiederaufnahme bestimmter Themen oder bestimmter formaler Prinzipien anregen. Das Atelier, dessen Chaos im Widerspruch zu der strengen Ordnung in den Bildern Bacons steht, war 32 Jahre lang so etwas wie der Produktionsapparat für neue Ideen und neue Bilder. Ein Komposthaufen, nach den Worten des Malers. Bacon gesteht ein, dass Bilder ihn faszinieren. Er sagt von sich, er habe alles gesehen und alles verdaut. Aber er hat keinerlei Respekt vor der Fotografie als Kunst. Sein unachtsamer Umgang mit Fotos, die er bei sich stapelt, fallen lässt, sodass sie zertreten werden können, ist vielleicht ein Beleg für diese Haltung. Der Maler entlehnt diesen Fotos manchmal ungewöhnliche Elemente oder Körperstellungen. Die Gestalt Präsident Wilsons, als er die Versailler Konferenz von 1919 verlässt. Und ein Möbelstück aus Trotzkis Büro in Mexiko auf einem Pressefoto von 1940, gleich nach seiner Ermordung. Außerdem benutzt Bacon Diagramme oder schematische Darstellungen aus einem Handbuch für röntgenologische Lagerungstechniken. Oder er orientiert sich an Fotos von seinen Modellen, die er im Allgemeinen lieber in deren Abwesenheit malt. Henrietta Moraes, eine Freundin, nach deren Bild er mehrere weibliche Akte realisiert. Lucian Freud, Enkel von Sigmund und wie Bacon ein renommierter Maler. Freud, der Bacons bester Freund war, hat als Modell für zahlreiche Bilder gedient. George Dyer, ein kleiner Ganove einfacher Herkunft. Bacon war George 1963 begegnet. Er wurde das Lieblingsmodell des Malers und verbrachte einen Teil seines Lebens mit ihm bis zu seinem tragischen Tod 1971. Francis Bacon schätzt die Automatenbilder, die er von sich selbst gemacht hat.
Ihn reizt die Möglichkeit, Posen zu vervielfältigen, absichtlich die eigenen Gesichtszüge zu deformieren, die Schatten zu vertiefen. Die stärkste Anregung fand Bacon im Werk von Edward Muybridge, einem der Wegbereiter des Films. Im Laufe seiner Arbeit über die Bewegungsabläufe bei Mensch und Tier zwischen 1872 und 87 hatte Muybridge hunderte von Fotoplatten veröffentlicht. Bacon löst die Figuren aus ihrem zeitlichen Ablauf, befreit sie von ihrer Funktion, belädt sie mit neuer Energie. Nach Muybridge. Zwei Figuren. Studie des menschlichen Körpers. Bacon greift die Effekte der Fotografie auf. Unschärfen, Verzerrungen, Verzeichnungen, Effekte des Verwackelns, der Bewegung oder auch zufällige oder gewollte Überlagerungen, wie es die futuristischen Fotografen veranschaulicht hatten. Die meisten der großen Bilder Bacons sind 1,98 Meter hoch und 1,47 Meter breit. Größere Ausmaße ließ die Treppe zu seinem Atelier nicht zu. Hauptkonsequenz: die Nähe des als eingeschränkt suggerierten Raums. Seine geringe Tiefe ziehen den Betrachter zwangsläufig sehr stark in die Szene hinein. Die lebensgroßen Figuren sind wie Schauspieler, die vor falschen Perspektiven agieren. Türen, Fenster, Rahmen, Käfige oder Vitrinen, kreisförmige Räume, Estraden, Möbel, die als Sockel dienen und manchmal sogar Zeichen, Pfeile, Kreise, punktierte Linien lenken den Blick des Betrachters auf das einzige Anliegen Bacons, die Figur. Das englische Figure steht für Person, Mensch, Gestalt, Persönlichkeit, aber auch für Bild, Abbildung oder schließlich für Metapher, Redewendung. All diese Bedeutungen leiten sich vom lateinischen figura her, das außerdem auch geformte Dinge bezeichnete, zum Beispiel aus Ton. ...1929 sieht Bacon zwei Bilder von Picasso. Deformierte Körper, sehr kleine Köpfe, betonte Münder und Zähne. Er beschließt zu malen. Später zerstört er die meisten Bilder aus dieser Zeit. Als er sich 1944 wieder der Malerei zuwendet, geschieht es mit einem Werk, das er im Jahr darauf in einer Galerie ausstellt, das aber bei den Besuchern nur einhelliges Entsetzen hervorruft. Drei Studien zu Figuren am Fuß einer Kreuzigung greift ein Thema mit religiösem Anklang auf. Der Maler inspiriert sich am Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Die expressive Gewalt der Passion offenbart sich in diesen monströsen Figuren, die vor allem Hass, Gefräßigkeit, Albtraum auszudrücken scheinen. Gemälde 1946 zeigt eine Figur, die ein zweideutiges, grimassierendes Lächeln zur Schau stellt. In einem Dekor aus Fleischteilen, Metallröhren, einem Schirm und einem aufgehängten, geschlachteten Ochsen, der an das Bild von Rembrandt erinnert. Eine Figur, die Bacon lange Zeit bedrängt, ist Papst Innozenz X., den Velázquez 1650 in Rom gemalt hat. Von 1949 bis 1962 malt Bacon verschiedene Variationen rund um dieses Porträt. Der goldene Sessel umrahmt und isoliert den Oberkörper des Papstes und verdoppelt so das hochformatige Rechteck des Gemäldes. Der vereinheitlichte rote Raum lässt die Physiognomie noch stärker hervortreten. Eine ähnliche perspektivische Anlage findet sich in den meisten Gemälden Bacons. Isolierte Figuren in einem leeren Raum. Konvulsionen, Zerrspiegel, verdrehte Oberkörper, Gliedmaßen und Köpfe, verzerrte Münder, Gesichtszüge bis an die Grenze des Auseinanderfallens entstellt. Ich möchte den Gegenstand weit über seine alltägliche Erscheinung hinaus entstellen, ihn aber in der Entstellung auf eine Aufzeichnung seiner Erscheinung zurückbringen.
Die Serien kleinerer Bilder, die Bacon malt, sind Gesichter, Porträts oder Selbstporträts, auch sie in Lebensgröße dargestellt. Sie sind zwar verzerrt, aber die Ähnlichkeit bleibt stets gewahrt. I've always been very moved by and the movements of the mouth and the shape of the mouth and the teeth, and I like the, you may say, the glitter and color that comes from the mouth. And I've always hoped, in a sense, to be able to paint the mouth like Monet painted a sunset, but I've never succeeded in doing it. Bei einem Aufenthalt in der Region Chantilly war der Maler sehr beeindruckt von der schreienden Mutter auf dem Bild Der Kindermord in Bethlehem von Nicolas Poussin. Auch andere Münder haben ihn beeindruckt. Der Mund des Kindermädchens mit dem von einem Säbelhieb verletzten Auge in der Treppenszene in Odessa aus Eisensteins Panzerkreuzer Potjomkin. Mit seiner Übertragung dieses Entsetzensschreis auf das ruhige Gesicht des Papstes von Velázquez erfindet Bacon eine absolut neue plastische Dissonanz, als ob ein Moment des Sich-Gehen-Lassens den Papst in seiner Würde erschüttert hätte. Auf diese Weise verweiblicht und erschreckt wird er wieder menschlich und gleichzeitig seinerseits angsterregend. Ich will lieber den Schrei als den Schrecken malen. Den Schrei malen, nicht den Schrecken. Das heißt das Schauspiel, die Szene, die ihrerseits der Figur Entsetzen einjagt. Aber bildhaft von einer Kraft, einer reinen Sensation, einem Kampf gegen diese tödliche Drohung zeugt. Die plastische Metamorphose der Gliedmaßen und Gesichter könnte an die afrikanischen Masken erinnern, die schon die kubistischen Maler beeindruckt hatten. Bacon zeigt nicht die verschiedenen Facetten eines Körpers, sondern gleichzeitig die Oberfläche, den Umfang und das offene Fleisch, das Außen und das Innen. Seine Muskelmänner erinnern an die der großen Anatomen des klassischen Zeitalters, die in widersinnigen, lebenswahren Haltungen die fleischliche Hülle und die Eingeweide zusammenbringen. Bacon hat gesagt, die Fleischbank der Metzger fasziniere ihn. Die Metzgerei, das Schlachthaus sind die verborgenen, aber notwendigen Hintergründe der gesellschaftlichen Gewalt. Das offene Fleisch, ob das der Folterszenen oder der Stillleben bei Rembrandt, Chardin oder Soutine, ist für die Maler auch ein aufregendes, prachtvolles Zusammenspiel seltener Farben und zugleich Sinnbild der Vergänglichkeit, Objekt der Meditation. Dieser anatomische Zugang zu den Geheimnissen des Körpers beruht auf einer tiefen Neigung zur Skulptur. Bacon hat sich vorgestellt, eines Tages große Skulpturen zu schaffen, die auf Schienen montiert gleiten könnten. Aber Bacon hat mit seiner Vorliebe für die männliche Anatomie einen Vorläufer in Michelangelo, bei dem er sich einen kleinen Gebärdenkatalog ausleiht. Zunächst die gekreuzten Beine, eine Position, die so häufig wiederkehrt, dass sie die Grundlage der geheimen Dramaturgie des Malers sein könnte. Sie ist zwei der allegorischen Gestalten auf den Grabmälern von Lorenzo und Giuliano di Medici in Florenz abgeschaut. Ebenso gehört der über den Kopf gehobene Ellenbogen zu einem der beiden Sklaven Michelangelos im Louvre. Der Oberkörper des anderen Sklaven im Louvre und seine angespannten Muskeln sind inspiriert von dem berühmten antiken Torso im Belvedere-Museum des Vatikans, vielleicht Fragment eines sitzenden Herkules. Der gleiche muskulöse, nach vorn gebeugte Torso, der Michelangelo so faszinierte, findet sich im Zentrum eines anderen Ensembles von Bacon wieder. Eine weitere Erinnerung an diesen Torso ist der sitzende Mann auf dem weißen Porzellan. Der Felsen des Herkules ist zur Kloschüssel geworden. Rodin ließ sich von der gleichen antiken Marmorstatue anregen und die Karikatur oder der Volksspott hat dem berühmten Denker eine ganz andere Beschäftigung zugeschrieben. Das fragliche Objekt wird ironisch auch Thron genannt. Bacon ist sich dieser mehrfachen Bedeutung bewusst, denn er platziert in der gleichen allzu menschlichen Position einen seiner Päpste mit hochgezogener Soutane. Eine andere Figur im Belvedere hat Michelangelo stark beeinflusst, der 1506 entdeckte und sogleich von Papst Julius II. Angekaufte Laokoon. Dieser Ausdruck des Schmerzes,
der dem Tod vorausgeht und doch gemildert wird durch die Schönheit der Formen wie durch die Expressivität der Bewegung, hat alle Künstler über Jahrhunderte begeistert und zu Kommentaren angeregt. Schrei, Gesten, verrenkte Glieder, meandernde Schlangen. Bacon hat erklärt, der Breitwandfilm habe ihn auf die Idee der zusammenhängenden drei Tafeln gebracht. Sie erinnern mit ihren versetzten Reflexen eines identischen Objekts auch an dreischeibige Spiegel. Aber diese Bildensembles schreiben eine alte Kunst fort. Das Kirchengemälde, dessen beide Seitentafeln manchmal über die mittlere Tafel geschlossen werden konnten, das Triptychon, hat wechselnde Formen erlebt. Seine rhythmische Dreierfolge, seine Symmetrie erinnern zugleich an die Dreifaltigkeit und die drei Kreuze der Kreuzigung. Das Kreuz Christi besetzt übrigens häufig die mittlere Tafel. Zeugen der Szene, Stifter oder Schutzheilige sind auf den Seitentafeln dargestellt. Drei Studien zu einer Kreuzigung 1962. Ein zerstückelter Christus mit dem Kopf nach unten ist inspiriert von Cimabues Kruzifix, das Bacon mit einer Art kriechendem Wurm vergleicht. Im Zentrum ein verdrehter, hingemordeter Körper auf einer Matratze. Links zwei Figuren, Zeugen, Voyeure oder Henker. Kreuzigung 1965. Wieder ein gemarterter, aufgeschlitzter Körper, an den Füßen aufgehängt und diesmal in die Mitte platziert. Links ein blutiger Haufen auf einer Matratze. Eine nackte Frau beobachtet die Szene. Rechts zwei Zeugen mit Panama-Hut und eine Art muskulöser Henker mit einer Hakenkreuzbinde am Arm. Ein Triptychon setzt mehr oder weniger komplexe Beziehungen zwischen den drei Tafeln voraus. Aber für Bacon darf sich aus diesen Beziehungen keine unmittelbare narrative Logik ergeben. Denn was Bacon ausschalten will, ist eben gerade das Narrative, das Drama. Zwei Figuren auf dem gleichen Bild würden bereits eine Geschichte erzählen. Er will nicht, dass die Geschichte stärker ist als das Bild. Daher die verschiedenen Techniken, um die Handlung zu beseitigen, um die Figuren auf verschiedenen Tafeln zu trennen, um das Dekor zu reduzieren. Jedes Bild ist eine Art Epiphanie, eine ideale Momentaufnahme, in der eine Alltagssituation, ein Tagtraum, ein Sprachecho in einer Figur kristallisiert, verdichtet werden. Ein Mann, der Maler, kommt im Morgengrauen betrunken nach Hause und meditiert am Rande des Erbrechens. Bei anderen Gelegenheiten scheinen die Körper einem Universum der Schreckensliteratur anzugehören, das von verschwimmenden oder bösartigen Wesen in permanenter Metamorphose behaust ist. Sie zerlaufen, verflüssigen sich, lösen sich auf, sind teilweise verwischt oder regelrecht amputiert. Manchmal sind wir in einer Welt von Henkern mit Torturen, Verletzungen, abgerissenen Gliedmaßen, blutigen Häuten, angenagten Gesichtern. Der Bezug zum Fleisch, zum Körper, zum Kadaver ist stets vorhanden. Und tatsächlich ist Bacons Malerei eine Reflexion über die Inkarnation, über das blutende Opfer, über die Gewalt des Fleisches. Aber ohne Religion, ohne Transzendenz, ohne Mystizismus. Und dieser übersteigerte Exzess geht einher mit einer guten Dosis schwarzen Humors. Aber jedes Mal scheint etwas zu fehlen, das einen letzten Sinn herstellen könnte, das narrative Element. Und diese Lücke verwirrt den Betrachter, führt ihn mitten ins Zentrum eines rätselhaften Mythos. Triptychon, angeregt durch die Orestie des Aischylos, 1981. In der Orestie geht es um Familienrache und Mord folgt auf Mord. Auf einem Podest das Fragment eines verstümmelten Körpers unter verschiedenen Aspekten gesehen. Rechts ein Körper ohne Kopf vor einer Tür. Links ein fliegendes Ungeheuer, das Bacon mit einer Erinnye oder Eumenide gleichsetzt. Also mit einer der griechischen Göttinnen, die die Römer Furien nannten und von denen man annahm, dass sie Morde oder Kränkungen innerhalb der Familie rächten. Der Maler zeigt sie mehrmals in verschiedenen Bildern. Ebenfalls der griechischen Mythologie entlehnt, eine brutale, aber ironische Variation des Themas Ödipus und die Sphinx nach Ingres.
Triptychon, angeregt durch T.S. Eliots Gedicht Sweeney Agonists 1967. Links und rechts ineinander verschlungene Körper auf einem bettähnlichen Podest. Im Zentrum die Spuren eines grausamen Verbrechens in einem Schlafwagenabteil. Auf der rechten Seite im Spiegel gibt eine Art Voyeur diese Szene vielleicht gerade am Telefon weiter. Der Betrachter soll nicht versuchen, eine Geschichte zu rekonstruieren, sondern die Szene körperlich erleben. Der Kindermord in Bethlehem, Porträt Papst Innozenz des Zehnten. Bacon fordert, dass der Blick zurückkehrt in die Zeit der Unschuld. Er will eine heftige, intensive Malerei erschaffen. Eine Malerei, die nicht mehr den Verstand, sondern direkt das Nervensystem anspricht. Drei Figuren in einem Raum zeigt einen abgeschlossenen, beklemmenden Ort. Die Welt ist ausgeblendet. Eine Ellipse erdiger Farben bildet eine Art Umlaufbahn. Es ist eine Zirkusmanege oder die Erdkrümmung oder die Krümmung des Universums oder ein metaphysischer Kreis. In diesem rein geistigen Raum ein Mann in Rückenansicht, unbeweglich. Ein Mann in Vorderansicht, der vielleicht schreit. Schließlich ein verkrümmter Mann im Profil. Drei Figuren unter dem Zeichen der Metamorphose. Unbeweglich, aber von heftigen Strömen durchflossen. Die Körper sind gezeichnet von leprösen, schwarzen Flecken, die an die Verwesung allen Fleisches erinnern. Sie verschmelzen mit ihren lächerlichen Sockeln. Der Oberkörper wird zu Porzellan, das Porzellan wird Fleisch. Der Siphon gleicht dem kriechenden Wurm, den Bacon in Zusammenhang mit Cimabue erwähnt, oder einem Tentakel des Ungeheuers bei Laokoon. Dieses Rohr ist vielleicht die entscheidende Figur des Triptychons. Es ist eine gewaltige Pumpe, die sich anzuschicken scheint, die drei Tafeln ihrer Substanz zu entleeren und den Menschen nebst allem, was ihn umgibt, abzusaugen. Diese äußerlich so festgeschlossene Welt, ein reiner plastischer Kontemplationsraum, entzieht sich auf hoffnungslose Weise. Drei Figuren in einem Raum ist eines der strengsten triptychischen Bacons und zugleich Schauplatz eines bizarren, abstrakten Dramas. Aber die Figuren sind keine anonymen Statisten. Der breite, muskulöse Rücken, die runden Schultern, der Stiernacken und die glatt nach hinten gestrichenen Haare, das ist George Dyer, wie Bacon ihn dutzende Male gezeigt hat. Rechts die schwarze rebellische Mähne, die leicht gebogene schmale Adlernase, das hagere Gesicht und die tiefen Augenhöhlen von Lucian Freud. Die Figur im Zentrum des Triptychons schließlich könnte Francis Bacon selbst sein. Drei Figuren in einem Raum ist also eine Art Votivbild, eine Beschwörung des Todes, ein Kampf gegen den endgültigen Bruch einer idealen Freundschaft, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt bestand. Das Triptychon erfuhr 7 Jahre nach seiner Entstehung eine seltsame Weiterung, die einem Fantasieroman entstammen könnte. Im Oktober 1971 wurde im Pariser Grand Palais eine bedeutende Francis-Bacon-Retrospektive eröffnet. Seit mehreren Jahren waren die Beziehungen zwischen Bacon und Dyer sehr angespannt. Der Maler hatte trotzdem darauf bestanden, seinen Freund nach Paris zu holen. Am Vorabend der Vernissage wurde George Dyers Leiche im Bad ihres gemeinsamen Pariser Hotelzimmers gefunden. George hatte wohl Schlafmittel mit einer enormen Menge Alkohol zu sich genommen. Er hatte Blut gespuckt. Er war zusammengesunken, auf dem Toilettensitz gestorben. Die meisten Freunde Bacons glaubten an Selbstmord. Triptychon zur Erinnerung an George Dyer, 1971, unmittelbar nach dem Drama gemalt, setzt George ins Bild, als er die Tür des Hotelzimmers öffnet. Triptychon August 1972 erinnert ein Jahr danach ebenfalls an George, basierend auf einem Foto, das im Atelier gemacht wurde. Die Mitteltafel nimmt einen Ringkämpfer von Muybridge wieder auf. Der Schatten von Dyer bildet ebenso viele Pfützen, in denen die Substanz seiner Hautfarbe auszulaufen scheint. Triptychon Mai-Juni 1973 illustriert das Drama noch direkter. Rechts George, der sich über ein Waschbecken gebeugt, erbricht. Im Zentrum wirkt er wie von Schmerz erdrückt und halb untergegangen in einem tierförmigen schwarzen Schatten. Eine weitere Erinie, die sich anschickt, ihn zu verschlingen. Links der Leichnam auf seinem lächerlichen Sitz. Vielleicht hat George Dyer in seiner furchtbaren Agonie diese sinnbildliche Pose gewählt, damit das Triptychon von 1964, in dem der Maler ihn bereits verewigt hatte, nachträglich als Traum einer bösen Vorahnung gelesen wurde.
Dieser Selbstmord, der einem Bild Bacons so ähnlich war, stellte zweifellos die letzte Auflehnung des Geschöpfs gegen seinen Schöpfer dar, den dunklen Punkt, an dem sich die persönliche Geschichte des Malers und die blutigen Mythen verbanden, die ihn stets umgetrieben hatten.